Hallo, liebe Freunde des guten und des besonderen Bieres. Ich bin's wieder, euer Biertester. Und wir sind heute zu Besuch in Österreich, in Bad Radkersburg, bei dem Brauhaus Bevock. Bevock, also, Dosenbier. Dosenbier? Echt? Dosenbier? Ja, Dosenbier. Es gibt keine bessere Verpackung für Bier als Dosen. Es kommt kein Licht rein, es ist luftdicht, hermetisch, lichtdicht abgeschlossen. Perfekt. Man hat schon Bierdosen gefunden, die waren nach 30 Jahren noch genießbar. Bierdosen, ich ganz ehrlich schwöre drauf. Natürlich ist es eine wahnsinnige Umweltsünde, was auch immer, aber gerade diese Dose macht halt auch besonders was her, weil wenn man sich hier die Dose mal anguckt zu dem Deeds Golden Ale, sieht man, da ist so ein Fantasiewesen drauf. Ich weiß nicht, es ist ein Schwein, es ist eine Ratte, es ist ein Drachen. Ein Steinbock, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Also das ist schon mal ganz witzig. Also auch wenn es eine Dose ist, die würde ich durchaus auch auf den Tisch stellen wollen und mal jemanden dazu einladen und sagen, guck dir mal die Dose an, die ist wirklich cool. Also die macht was her, die ist ein kleines Kunstwerk. Das Golden Ale geht so in die Richtung von einem Kölsch. Ist es aber nicht. Die Herren kommen aus Österreich und sie halten sich dran. Nein, wir machen in Österreich keinen Kölsch. Wir machen Golden Ale. So, jetzt gucken wir mal. Die Dose ist schon auf. Das heißt, den hier brauchen wir heute nicht mehr. Und wir schnuppern mal am Döschen, ne? Ja, gut, also Flaschenform. Ist eine Dose, ja, also gucken wir mal. Etikettendesign hatten wir schon drüber gesprochen, das macht richtig was her, also egal ob Dose oder nicht, das Ding gefällt mir schon mal. Und es schäumt, ganz schön. Oh ja, also, puh. Ja. Da ist irgendwie hier bunt, kunterbunt. Sehr fruchtig, sehr hopfig. Wobei nicht so hopfig, weil eigentlich kann es nicht so hopfig sein. Der Hopfen hat sehr viel Aroma, weil mit 27 Bittereinheiten hat es eigentlich nicht so viel Hopfen drin. Aber den Hopfen riecht man deutlich raus. Und sonst oh, süß, Süßfrüchte hier so. Alles, was in den Obstsalat reinpasst, würde ich sagen. Sehr angenehme Mischung, duftet sehr frisch. Ich gieße weiter auf. Gucken wir mal, wohin die Reise geht. Ich rühre es mal ein bisschen auf, weil ich sehen will, ob noch Hefe drin ist. Ja, das ist trüb belassen, das ist nicht filtriert. Ja, finde ich gut, weil, wie immer, man hat die Seele in dem Bier gelassen. Und man sieht schon, auch der Schaum ist Bombe. Ich bin begeistert von dem Deeds Golden Ale. Alles, was ich jetzt gesehen habe, Dose, Geruch, Glas, Einschenken, alles top. Ja, und jetzt kommt auch der Hopfen, gerade im Schaum. Also der Hopfen... Also das Hopfenaroma bleibt ja auf dem Schaum. Hier ist das ganz intensiv. Ja? Also da merkt man richtig, da ich bin hier mit Hopfen unterwegs. Schaum bzw. Hopfen will sich auch gar nicht von mir trennen. Was ich eigentlich auch ganz gut finde. So. Wie gesagt, fruchtig, hopfig. Es könnte für meinen Geschmack vielleicht eine Spur spritziger sein. Aber es ist auch nicht schal. Also das ist eine runde Nummer. Ja? Also Dose, Glas ist von uns natürlich. Aber wie es im Glas sich hält, ist gut. Ja, ich probiere noch mal. Ist gut gehofft, ist spritzig, ist
leicht lecker, nicht fürchterlich herb. Also es gibt so beißende Herbe, hat es absolut nicht. Eine sehr, sehr runde Sache. Wie gesagt, für mich könnte es eine Idee spritziger sein. Also ich bin durchaus ein Freund von ein bisschen peppigerem Bier. Das ist es nicht, es ist sehr süffig. Ja, also es ist hopfig und gleichzeitig süffig, schöne Mischung. Und es bringt, wie gesagt, eine ganze Menge Abstufungen Frucht rein. Also ich kann es gar nicht genau, ganz gar nicht genau wirklich fassen, was da alles drin ist. An Aromanoten. Ja, was mache ich jetzt mit dir hier? Ein Österreicher bist du. Naja, das soll ja eigentlich keine Rolle spielen. Und dafür, dass die Österreicher eigentlich kein Kölsch können und es auch nicht so nennen, haben sie das schon sehr ordentlich hingekriegt. Das muss ich schon sagen. Die Dose ist super. Ja, also, ich kann es gar nicht beschreiben. Also, da ist auch so ein bisschen noch was im Hintergrund. Also, die Dose erzählt eine kleine Geschichte. Ja, also, es ist wirklich gut. Auf meiner Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, wie gesagt, ich hatte es ja alles schon mal zusammengezählt. Ach, ich gebe ihm einfach eine 7 und eine gute 7. Also, das ist wirklich ein richtig gutes Bier, zu dem ich gerne meine Freunde einlade, um mit mir ein Bier zu trinken. Glückwunsch nach Österreich. Wenn es euch gefallen hat, was ich hier heute gemacht habe, dann sagt es euren Freunden. Erzählt ihnen so davon, sagt ihnen auf Facebook, indem ihr teilt, da ist der Biertester, schaust dir an. Wir wollen weiter, ja, wir wollen mehr Leute für Bier begeistern, wir wollen alle eure Freunde von eurem neuen Hobby überzeugen, mit mir zusammen Bier zu trinken, auf Twitter, Facebook, Instagram, überall. Ich freue mich aufs nächste Mal, euer Biertester.